So Leute, bevor das Video losgeht, erstmal ein erfrischendes Kaltgetränk, das ich zum Kühlen in den Schnee gelegt habe. Ich komme nicht ran. Und zwar Leckerschmecker Almdudler. Falls bei euch auch noch Schnee liegt, dann empfehle ich euch, eure Getränke in den Schnee reinzulegen, weil ich schwör's, es schmeckt anders. Es schmeckt viel, viel besser. Oh moin, Mollys Katzenhaare. Oh. Prost. Oh ja. Jetzt geht's los mit dem Intro, Leute. Hey Leute, willkommen zu meinem 90. YouTube-Video. Die 100 sind nicht mehr weit. Heute machen wir etwas, worauf ich mich schon sehr, sehr doll gefreut habe. Und zwar habe ich endlich einen neuen Anspitzer. Und ich habe mir noch was Nices geholt. Ich zeige euch jetzt beides. Wartet kurz. Das habe ich mir geholt. Ist das nicht nice? Es ist ein elektrischer Anspitzer. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso ist das Paket schon offen? Weil ich habe diese Bleistifte mitbestellt und sie sind beide in einem Karton gekommen. Aber ich wollte die Bleistifte unbedingt mal ausprobieren. Aber die gucken wir uns später auch noch an. Erstmal packen wir jetzt endlich, also wirklich, ich warte bestimmt schon seit einer Woche darauf, den endlich auspacken und ausprobieren zu können. Endlich holen wir den jetzt mal hier raus. Und Leute, ihr kennt meine Anspitzer-Odyssee. Es wurde endlich Zeit für einen richtig guten, nicen Anspitzer. Ich habe auf Amazon so ziemlich alle Anspitzer durchgeguckt, die elektrisch sind. Weil, wenn ihr so viel zeichnet wie ich, wird es irgendwann anstrengend, diese ganzen Stifte anzuspitzen. Und ich muss so oft anspitzen. Ich kann nicht mehr. Es tut weh. Es ist anstrengend. Mein Handgelenk macht das Ganze nicht mehr mit. Deswegen haben wir jetzt einfach einen elektrischen, wo ich den so reinstecke und dann macht es kurz wing und dann ist das Ding spitz so, ne? Hoffentlich. Ich hoffe, er macht das, was er tun soll, richtig, weil das Ding hat 60 Euro gekostet. Ich weiß, es gibt auch noch teurere, zum Beispiel der von Caran d'Ache, aber da muss man selber kurbeln. Kurbeln. Ist da noch was drin? Nein. Okay. Was sagen wir denn hier mal zum Packaging? Also ich glaube, das hätte auch ein bisschen hübscher aus. Nein, Spaß. Ist mir eigentlich völlig egal, ob das Ding kommt heile an. So, oha, hä, warum ist das so groß? Was? Warum ist das Ding dann so riesig? Das sieht ja aus wie ein Mixer, ey. Okay, okay. Jetzt kommt. Wer hat die Farbe eigentlich ausgesucht? Ich nicht. Da stand gar nichts von Farbe. Kriegt man einfach random irgendeine Farbe zugeschickt? Ich hätte ja am liebsten schwarz gehabt, ne? Was ist denn das hier? Was klemmt denn hier so? Leute, das sieht aus wie ein Toaster. So, wir gucken uns jetzt erstmal die Gebrauchsanweisung an. Aber auch nur die Bilder. So. Aha. Okay. Ich verstehe. Ah. Ich verstehe nichts. Okay. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal Strom. Und dann probieren wir das Ding mal aus. Ich bin aber auch schlau. Das Ding ist gar nicht grün. Man kann die Folie hier abziehen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Aber die Farbe gefällt mir um einiges besser. Bevor wir jetzt mit dem Hightech-Anspitzer anfangen, wollte ich erstmal noch meinen alten Anspitzer nochmal ausprobieren. Nur um mal einen richtigen Vergleich zu haben. Okay, ich weiß, ich habe schon ziemlich viel angespitzt, aber vielleicht ist das auch für euch ganz gut. So, das kennt man ja, das macht man schon seit Hunderten von Jahren so. Tut, was es soll. Spitzt an. Und jetzt kommen wir zur Errungenschaft der Technik. Hier ist jetzt der Hightech-Anspitzer. Ich denke, ich nehme jetzt hier einfach mal das Loch für Standard, weil hier ist so ein kleines S dran, das heißt Standard. Da. Und hier ist ein B für Beginner. Okay, warum ist man Anfänger beim Anspitzen? Sollen wir doch mit Anfänger anfangen? Ich weiß es nicht. Und dann hat man noch so verschiedene Größen, also für dickere Stifte, für dreieckige Stifte und sowas. Aber wir nehmen jetzt einfach mal S für Standard. Das hat nur eine Sekunde gedauert und guckt euch an, wie spitz der ist. Was? Oh mein Gott. Das wird meine Welt erschüttern. Das wird meine Welt so verändern. Es wird alles so viel schneller gehen, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber als der Stift komplett spitz war, hat da ein blaues Licht geleuchtet. Das bedeutet, dass er jetzt spitz ist und man nicht weiter anspitzen muss. Das hilft dabei, Holz zu sparen und den Stift nicht ganz so schnell zu verbrauchen. Super nice, super gut und guckt euch das Endergebnis an. Kommen wir zu diesen Bleistiften von Caran d'Ache. Hier sehen wir, wie viele... Ey, ich habe mir die Verpackung selber noch gar nicht angeguckt. Ne? Ich habe die Dinger schon benutzt, aber ich habe mir die Verpackung noch nicht angeguckt. Mensch, das mache ich nur mit euch, sonst probiere ich sie einfach direkt aus. Hier haben wir die verschiedenen Stärken von 4H bis 9B. Das ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum. Mega gut. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe zwar ein Video darüber gemacht, aber jetzt im Schnelldurchlauf, was bedeuten diese Dinger? H steht für hart, also eigentlich hard auf Englisch, und B steht für black. Je höher die Zahl vor dem B, desto dunkler und desto weicher ist der Stift. Und je höher die Zahl vor dem H, desto härter und feiner ist auch der Stift. Und F ist einfach nochmal so ein extra Ding. Heißt firm, also fest. Kein Plan. Benutzt man eigentlich
nicht. Ich weiß, also ich benutze den nicht. Ich weiß nicht, benutzt ihr F? Also hier steht drauf, wo ist Deutsch? Hier. Das Beste aus allen Schwarztönen herausholen. Die Graphwood-Stifte werden aus feinstem Graphit und reinster Tonerde hergestellt. Bis hin zu harten Minen H2H, bla bla, okay. Das, was ich an diesen Bleistiften liebe, ist, ich zeig's euch. Die sind sortiert nach Farbe, also naja, nach Nuance, sagen wir mal so. Je dunkler der Stift ist, desto dunkler ist die Außenseite und je heller der Stift ist, desto heller ist er von außen. Wie praktisch, oder? Dann muss man nicht ständig hinten gucken, oh, welchen Bleistift brauche ich denn jetzt? Ah, okay, HB und jetzt brauche ich mal jetzt hier 3H. Sondern man guckt einfach, okay, ich brauche jetzt einen richtig dunklen Stift, geht zur dunklen Riege und holt sich dann einfach 8B so. Nice! Very nice! Und die Dose ist so süß. So nett. Oh. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Dose rund ist und wenn man sie so irgendwo liegen hat, dann rollt sie immer weg und das ist irgendwie nicht so nice. Ich hätte vielleicht was Eckiges genommen. Ich packe euch den Link für die Bleistifte und den Anspitzer in die Beschreibung unten. Ihr könnt euch das gerne alles mal angucken. Ich bin ein Riesenfan von diesen Bleistiften geworden. Echt mega, mega gute Qualität. Ich zeige euch auch gleich mal, woran ich damit zeichne zurzeit. Vorher testen wir nochmal an, wie er Bleistifte anspitzt. Seht ihr das, dass das da nicht ganz so gut aussieht? Das ist jetzt ein 9B. Ziemlich, ziemlich anstrengend zum Anspitzen, weil die Mine halt so leicht abbricht, ne? Die ist so weich. Jesus Christus. Das ist so nice. Jetzt nehmen wir mal den härtesten Bleistift, den wir da drin hatten, und zwar 4H, und machen dasselbe einfach nochmal. Das ging ja quick. Das ist ja auch mal nice. Nice, aber irgendwie hat er den jetzt anders angespitzt, ne? Ich muss mich mal nochmal an dieses Ding gewöhnen und herausfinden, was die ganzen verschiedenen Löcher da eigentlich machen. Und jetzt zeige ich euch mal, woran ich zurzeit zeichne. Einen Moment. Zurzeit arbeite ich an diesem Riesenprojekt hier. Das hier wird die Hand von meinem Papa. Papa. Auf jeden Fall hat bis jetzt vielleicht jeder Finger so 3 bis 4 Stunden gebraucht und ich bin mit den beiden immer noch nicht fertig. Wenn ich das hier jetzt schon sehe, dass es noch komplett weiß ist, will ich das schon anfangen, obwohl das noch gar nicht beendet ist. Versteht ihr die Problematik, das Dilemma? Ich habe jetzt auch mal alle Stifte angespitzt, aber ich habe auf jeden Fall den Finger mit diesen Bleistiften gemacht und es war toll, es war super. Es sind halt Bleistifte, ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll. Oh, da ist der Schnee voll runtergeklatscht, richtig viel. Bei den Nachbarn gegenüber gehen gerade Lawinen runter. Es fällt. Okay. Auf Instagram habe ich das hier schon gepostet in meiner Story. Und viele von euch haben gefragt, warum hier drumherum überall Tape und Papier ist. Damit ich einfach am Ende, wenn ich fertig bin, alles abnehmen kann und es alles sauber und weiß ist. Und ich nicht überall Bleistiftschmierereien und so habe. Also es hat nur den Zweck. Es ist nichts anderes. Es ist jetzt nicht, dass das Bild dadurch besser... Naja, vielleicht wird das Bild dadurch besser, wenn ich nicht überall dann noch das Geschmiere von meiner Hand wegradieren muss. Aber ich mache das gerne so, das ist ganz gut. It helps. Und was mir noch am Anspitzer aufgefallen ist, ist, dass er von alleine aufhört, sobald der Stift spitz ist. Also wenn man den Stift reinsteckt, macht es wuh, das Licht leuchtet auf, aber er hört auch selber auf, sich zu drehen. What? Woher weiß der, ob der spitz ist oder nicht? Woher weißt du das? Und für alle, die es noch interessiert, was ich noch für dieses Bild bis jetzt verwendet habe. Wir haben hier meine Magic Box. It's magic. Hier ist so ziemlich alles drin, was ich für Bleistiftzeichnungen benutze. Zum Beispiel ein elektrischer Radierer. Ein Radiergummi von Tombow, den ich auch sehr, sehr gerne benutze. Noch ein Radiergummi von Tombow, aber mit so einer ganz feinen Mine. Damit kann man zum Beispiel hier so feine Details reinradieren, kleine Fältchen, Lichthighlights und so. Es rettet mir so ziemlich bei jeder Zeichnung mega das Leben, das Ding. Und dann haben wir hier nochmal 2 schwarze Buntstifte, die ich auch manchmal brauche für so Bleistiftzeichnungen. Benutze ich aber nicht so oft. Einfach so für sehr, sehr dunkle, tiefschwarze Stellen benutze ich sowas gern. Dann haben wir hier einen Bleistift mit einer 0,35 Mine, die ich sehr, sehr gerne für ganz, ganz feine Details benutze. Einen Stift Radiergummi, wo ich immer nur die Seite benutze. Die Seite bringt es irgendwie nicht. Ein paar Blöcke Graphit in verschiedenen Stärken. Das Ding bearbeite ich immer mit Sandpapier, dass ich Pulver habe und deswegen ist das schon so kurz. Das ist, glaube ich, die Stärke... Ja, was heißt glaube ich? Es ist die Stärke 9B. Es ist einfach eine gut dicke Bleistiftmine. So. Dann haben wir hier Bleistifte in so ziemlich jeder Stärke, die es gibt auf der Welt. Es sind einige. Es hört irgendwie nicht auf. Sind wir soweit? Die hier sind jetzt alle von Faber-Castell. Oh Gott, da sind ja noch mehr. Die hier sind alle von Faber-Castell. Wundert euch nicht, warum sind das so viele? Hä, es gibt doch immer nur so eine bestimmte Anzahl an Stärken. Ich habe ganz viele doppelt. Warum? Jedes Mal, wenn ich diese Bleistifte sehe, denke ich mir, okay, du nimmst dir 2 mit. Dann haben wir hier noch so einen Minenhalter in der Stärke 6B ist die Mine. So sieht das aus. Das benutze ich für eher größere Flächen, aber nicht so groß wie jetzt für die hier. Die benutze ich für Hintergründe. Und die benutze ich für so, ich zeige euch das mal hier, für so zum Beispiel diese Stellen, wo man halt viel dunkel machen muss. Dann noch so ein Bleistiftradiergummi von
Auch Tombow? Das hier sind die Minen für das Ding. Wieder drauf. Das hier sind die Minen für den Minenhalter. Dann habe ich hier noch ein paar Bleistifte von Staedtler. Die sind auch ganz gut. Noch ein Radiergummi von Tombow. Ein paar Minen für meine Druckbleistifte. Irgend so ein random Radiergummi, keine Ahnung. Ein Bleistift von Derwent und noch einer von Staedtler. Und ich glaube, das war's. Das hier habe ich so ziemlich alles benutzt für diese Zeichnung. Und das Papier ist Arches, das pinke, also das mit dem pinken Cover vorne drauf, in 56 mal 70? Sowas in die Richtung, 56 mal 70 oder so, oder mal 75, ich bin mir gerade nicht so sicher. Das kriegt man in so großen Bögen und das benutze ich sehr gern für meine größeren Zeichnungen. Nein, eigentlich ist so ziemlich jede Zeichnung von mir, die aufwendiger ist, auf Arches-Papier gemacht. So Leute, das war's. Molly miaut an der Tür. Ich glaube, ich muss sie füttern oder die will kuscheln oder was auch immer sie möchte. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!